Tag Freunde, herzlich willkommen, heute mal wieder ein kurzes und knackiges Update-Video zum aktuellen wöchentlichen Zeitrennen und auch zu meinem Highlight der Eventwoche. Und zwar dieses Mal die Panther-Statue vom Caio Perico heißt. Dazu aber gleich mehr. Zunächst widmen wir uns kurz dem Zeitrennen. Und zwar ist es diese Woche das Del Perro Pier-Zeitrennen. Ich habe es natürlich wieder mit der Barty gemacht, somit für jeden affordable und auch nachmachbar. Wobei ich muss ehrlich sagen, dieses Mal vielleicht nicht für jeden. Ein bisschen fahren sollte man auf jeden Fall können, denn ich habe wirklich bestimmt 10 Versuche gebraucht und habe es dann gerade so mit vielleicht einer halben Sekunde davor noch geschafft, das Ding abzuschließen, und die Strecke ist wirklich nicht kurz oder einfach. Also es war schon ziemlicher Pain. Also ich bin praktisch einfach nur den vorgeschlagenen Weg gefahren, wie er auf der Map angezeigt wird vom Navi, wenn man das Ziel auswählt. Zwischendurch habe ich mal versucht, auf der Gegenfahrbahn auf diesem Highway-Abschnitt zu bleiben. Da könnte man sich bestimmt noch ein bisschen Zeit sparen, aber in dem Versuch, wo es dann geklappt hat bei mir, habe ich es nicht gemacht, weil das ist schon mies stressig mit den entgegenkommenden Autos. Das haben meine Nerven einfach nicht ertragen auf Dauer. Ich bin dann kurz vor der Ausfahrt trotzdem wieder rübergezogen auf die Gegenfahrbahn, um dann noch ein bisschen Zeit zu sparen. Ist auch ein etwas riskanter Move, aber jede Sekunde zählt. Allgemein immer versucht, sobald es kurz gerade war, ein Wheelie zu ziehen. Das ist auch, denke ich, sehr wichtig. Und natürlich etwas Glück braucht man auch. Also auf jeden Fall meiner Meinung nach ziemlich anspruchsvoll diese Woche. Und da am Ende dieser Schlängelweg hoch zum Staudamm, da gibt es auch genügend Möglichkeiten, leider sich das Ganze noch kurz vorm Ziel zu verkacken. Guckt einfach, ob ihr es packt oder nicht. Ich habe 101.000 GTA-Dollar bekommen für vielleicht 15 Minuten Zeitaufwand. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Spaß hat es auch gemacht, eine kleine Challenge. Schadet ja nie. Deswegen schaut da einfach. Vielleicht gibt es da ja auch noch eine geile Abkürzung, von der ich jetzt nichts wusste, mit der das alles irgendwie ganz easy geht. Lasst es mich auf jeden Fall gerne wissen, falls es da was gibt. So, und jetzt kommen wir noch zum Highlight. Und zwar, Rockstar hat endlich die fucking Panther-Statue in den Caio Perico Heist reingepackt. Nach über 5 Monaten. Ehre, Digga. Das Ding ist jetzt für jeden beim ersten Mal Heist machen garantiert das Hauptziel. Danach, soweit ich weiß, zwar noch möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Und allgemein eben nur die eine Woche jetzt erstmal verfügbar, wenn ich mich da richtig informiert habe. Die Statue alleine bringt euch satte 1,9 Millionen ein, was einfach 600.000 mehr ist als das sonst höchste Hauptziel, das man bekommen kann. Und zwar war das ja immer der rosa Diamant, aber diese Statue ist jetzt nochmal 600.000 mehr wert. Mega nice. Deswegen lege ich jedem ans Herz, der die Möglichkeit hat, diese Woche auf jeden Fall einmal den Heist zu machen. Ihr werdet dazu 99%, eigentlich zu 100%, wenn ihr nicht irgendwas ganz dumm verkackt, mit über 2 Millionen Beute da rausgehen. Geisteskrank. Am Heist an sich ändert sich nichts, also alles wie gehabt und somit auch in sehr kurzer Zeit machbar, das Ding. Deswegen, Freunde, gönnt euch das Cash. Ihr habt es euch auf jeden Fall verdient. Dann soll es das hiermit auch schon gewesen sein von mir. Ich hoffe natürlich, das Video hat dem einen oder anderen geholfen und im besten Falle natürlich auch noch gefallen. Wenn das der Fall ist, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende, Freunde. Lasst so gut es geht die Sau raus und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.